Ich habe mir dann doch überlegt, ich mache mal wieder zum Thema Mortal Kombat 1, weil es gab da erst Probleme, te also technischer Natur. Der Flow beim Zocken war ganz geil. Einige spiele ich auch lieber als bei TF jetzt wieder. Zum Beispiel Kitana gefällt mir ein bisschen besser. Aber dann habe ich mir dann doch die Nacht, dann doch den Story-Mode angeschaut. Und ich muss sagen, Mortal Kombat 1 ist insgesamt doch eine Enttäuschung. Also fangen wir mal mit dem technischen Problem an. Das ist so, dass mein Rechner sich so dermaßen anstrengen muss, dieses Spiel überhaupt zum Laufen, also dass es läuft, dass während es läuft, arbeitet er wie ein Wahnsinniger. Es hat sich auch Aufgaben am Anfang oder Steam brach das Spiel einfach ab. Oder es läuft einiges nicht flüssig. Also es ist schon ein ziemliches technisches Problem mit dem Spiel. Selbst als ich die Konfiguration verändert habe, war es dann immer noch so, dass es zwar nicht aufhing, aber ich dann noch manchmal echt warten musste, bis was passiert. Yay! Abschnitt 2, Story Mode. Ah ja, der Story Mode. Also, erstmal ist die Story von MK1 im Grunde genommen, also viel zu dicht an MK11. Sie ist auch zu simpel, dass man einfach gesagt hat, oh ja, Liu Kang erschafft eine neue Welt und die Bösewichte machen das, was sie immer gemacht haben, ja. Und es gibt doch, wird doch eine Figur eingeführt in MK1. Im Grunde genommen ist sie dasselbe wie Chronika bei MK11. Nur es ist eigentlich noch beschissener, weil erstens hat diese Figur keinen Hintergrund. Bei mit 11 war Chronika die Mutter von Shinnok. So. Und diese Figur von MK1 hat keinen Hintergrund. Sie ist einfach da. Sie hat einfach Shang Tsung getäuscht. Und nicht nur das, sie kreuzt auf, gibt irgendwas von sich. Also, ah ja, ich habe euch alle getäuscht. Liu Kang, das ist Damashii. Damashii? Du musst dich geirrt haben, Zauberer. Du bist nicht Damashii. Du bist ich. Genauer gesagt, bist du ich. Ein trauriger Abklatsch. Erschaffen durch Liu Kangs Pfuscherei. Was geht hier vor? Wer ist das? Diesen Shang Tsung bekämpfte ich für das Stundenglas. Ich hielt ihn für tot. So wie ich dich, Liu Kang. In dieser Gestalt infiltrierte ich deine Zelle. Ich nahm diesen Abschaum und verlieh ihnen große Macht. Gemeinsam säten sie Zwietracht unter den Reichen und versammelten für mich meine Drachenarmee. Ich ließ sie glauben, sie würden bei der Eroberung von Erdenreich und Außenwelt helfen. Aber ich werde alles Leben in dieser Zeitlinie auslöschen und sie mit meiner verschmelzen. Leb wohl, Liu Kang. Dich und deine Zeitlinie wird niemand vermissen. Wir haben wohl dieselben Interessen. Vorerst. Ich traue euch beiden kein bisschen. Ich töte euch beim ersten Anzeichen von Verrat. Verschwindet dann und das war's. Alter, das ist ja unglaublich. Das ist ja, die haben sich ja gar nicht angestrengt. Das ist ja absoluter Mist. Der Story-Mod von Mortal Kombat 1, also hängt zusammen mit Mortal Kombat 11. Aber der Story-Mod von Mortal Kombat 11 war um einiges geiler und war auch mutiger, weil mir ist ja auch schon da ziemlich früh aufgefallen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Mortal Kombat 11 und dem Film Avengers Endgame. Weil beides hat ja mit verschiedenen Zeitlinien zu tun, ja. Aber
MK11 hat im Gegensatz zu Avengers Endgame den Arsch in der Hose gehabt, dass mehrere Figuren eine Zeit lang zusammengelebt haben. Also das jüngere Ich und das ältere Ich haben eine Zeit lang zusammengelebt. Deswegen Mortal Kombat 11 ein richtig geiler Story-Mode. Ja, jetzt kommt Mortal Kombat 1. Irgendwie erzählt es nicht wirklich eine neue Geschichte. Etwa hatten wir das in Mortal Kombat 11. Nur zum Ende hin dann. Die Figur, die dafür verantwortlich ist, wird nicht erklärt. Sie ist völlig belanglos. Ja, dann gibt es noch Figuren, die ich gerne gespielt habe, die man nicht spielen kann. Also man kann Cassie Cage nicht spielen, Kabal ist nicht dabei. Und naja, das ist nicht so schlimm. Das Mortal Kombat als Mortal Kombat halt sowieso anders. So, aber insgesamt gesehen muss man sagen, dass Mortal Kombat 1 eher nicht so ein geiler Wurf ist aus der Reihe. Auch das, was Mortal Kombat 1 so von den Spieler anbietet, ist auch nicht so geil, weil es gibt keine Krypta. Dafür haben wir jetzt Invasionen. Das ist, ganz nett oder so. Zu dieser Sache, dass das Spiel für den Rechner eine ziemliche Herausforderung ist, kann ich euch nicht mal sagen, warum. Weil der grafische Sprung von Mortal Kombat 11 zu Mortal Kombat 1 ist nicht so groß. Der Grafikunterschied zwischen Mortal Kombat 10 und Mortal Kombat 11, das war ein echter Unterschied. Das führt ja auch dafür, dass ich erstmal Mortal Kombat 11 abgelehnt habe, weil es mir zu quietschbunt war und so. Und dass die Grafik und wie die Figuren aufgebaut waren, das war bei Mortal Kombat 10 wirklich ein echt großer Unterschied zu Mortal Kombat 11. Aber Mortal Kombat 11 läuft ohne technische Probleme. Während Mortal Kombat 1 meinen Rechner fast zum Krachen bringt, obwohl der grafische Unterschied nicht so groß ist, wenn man sich es genau betrachtet. Es ist nicht so. Also, ist jetzt nicht so ein Sprung. So ein Grafiksprung? Nee, ist es nicht. Ja, also ich spreche hier viel aus der Seele, wie ich bei Facebook gelesen habe. Wie war das? Die Liu Kang-Zeitlinie ist die schlechteste Zeitlinie überhaupt oder so. Oder die langweiligste, habe ich gelesen. Naja, vielleicht hätte man sich mehr Zeit nehmen sollen, denn ein neues oder was Vernünftiges. Vielleicht haben die Fans uns unter Druck gesetzt, weil es, wann kommt ein neuer Teil? Dabei war Mortal Kombat 11 eigentlich geil. Ich weiß, wo ist das scheiß Problem? Ich habe auch noch vergessen zu erwähnen, dass das Ende von MK1 auch noch angedeutet hat, dass sie das nochmal machen wollen.